Thrasher Jetboat. Wenn du ein großer Fan von ferngesteuerten Modellen bist, aber die üblichen Autos dich nicht mehr ansprechen, wird dieses ferngesteuerte Boot höchstwahrscheinlich deinem Geschmack entsprechen. Seine Entwickler hofften, das stärkste und zuverlässigste Spielzeug der Welt zu erhalten. So verfügt das Modell über ein verschleißfestes Gehäuse, das von Zusammenstößen mit der Wasseroberfläche oder auch vor aggressiven stürmischen Gewässern keine Angst hat. Das Modell hat eine eingebaute Strahlpumpe, deren Design patentiert ist. Der Hersteller behauptet, das Spielzeugmodell sei das leistungsstärkste der Welt. Thrasher Jetboat geht aber noch weiter und kann in die Luft aufsteigen, indem es von Wasser und Hindernissen abprallt. Das Modell wiegt etwas mehr als 1,5 Kilogramm und kostet ca. 450 US-Dollar. Turtle Rover. Moderne Hersteller können aber auch mit ihren ferngesteuerten Fahrzeugen überraschen. Turtle Rover ist eine Entwicklung der polnischen Firma Kell Ideas. Inspiriert wurden die Hersteller von Technik, die von der NASA entwickelt wird. Die ferngesteuerte Drohne überwindet Hindernisse mit Bravour, ist wasserdicht und lässt sich vielseitig einsetzen. Ausgestattet mit einem Roboterarm und einer Full-HD-Kamera bietet sie jede Menge Hightech für ausgiebige Forschungsfahrten. Gesteuert wird das Fahrzeug per Smartphone oder Tablet-App. Möglich macht dies eine eigene WLAN-Schnittstelle. Über sie können beispielsweise auch die Kamerabilder des Rovers live auf das jeweilige Mobilgerät gesendet werden. Als Entwicklungsplattform genutzt, lässt sich die Software für die eigenen Bedürfnisse modifizieren. Das Gehäuse und der Roboterarm sind gleichsam wasserdicht. Die außergewöhnliche Turtle Rover kannst du mit einer GoPro oder DSLR-Kamera erweitern und per Fernbedienung aufnehmen. Zur Erforschung von Tunnel, Höhlen oder Bunkern wird die Bodendrohne um ein externes Licht, 360-Grad-Kamera oder LiDAR-Radar erweitert. Der Bediener kann sich in einer Entfernung von bis zu 200 Metern aufhalten. Der Akku hält den Roboter bis zu 4 Stunden in Bewegung. Die Kosten betragen 930 US-Dollar. Outrunner. Was man mit einer Fernsteuerung nicht alles machen kann. Autos und Schiffe bewegen. Völlig neu ist es allerdings, dass man damit auch Roboter zum Rennen bringen kann. Der Outrunner wird selbst für einen Profi zu einer Herausforderung, da das Spielzeug recht flott unterwegs ist. Und dabei ist es ihm auch noch völlig egal, ob die Piste aus Asphalt, Kies, Gras, Erde oder irgendeinem anderen festen Untergrund besteht. Er rennt einfach los und bleibt erst wieder stehen, wenn er diesen Befehl erhält bzw. ihm nach einem bzw. 2 Stunden der Saft ausgeht. Der Hersteller, die US-Firma Robotics Unlimited, hat viele Prototypen ausprobiert, bevor 2 fertige Modelle vorgestellt wurden, der Outrunner Core und der Outrunner Performance. Die Geschwindigkeit der ersten beträgt 16 Stundenkilometer, der Akku hält eine Arbeitsstunde. Für fortgeschrittene Benutzer ist das zweite Modell geeignet, das bis zu 2 Stunden arbeitet und auf 32 Stundenkilometer beschleunigt. Die Kosten betragen jeweils 300 und 800 US-Dollar. Hexbug Toys. Schaut euch nun dieses Spielzeug an. Sind sie nicht niedlich? Hexbug ist ein amerikanischer Spielzeughersteller, der viele verschiedene vorgefertigte Roboter anbietet. Sie werden als Spielzeughaustiere positioniert, die gesteuert werden. Alles begann mit einer extrem süßen, ferngesteuerten Spinne. Jetzt wurde das Sortiment erweitert, sodass jeder ein Insekt nach seinem Geschmack finden kann. Zur Auswahl stehen Pillendreher, Käfer und sogar Vogelspinnen mit Larven.
Interessanterweise müssen die Hexbug-Spielzeuge nicht aufgeladen werden, da sie mit Batterien arbeiten. Einige Modelle helfen außerdem, die Fantasie zu entwickeln. Denn bevor das Insekt losgeht, muss es zuerst selbst zusammengebaut werden. Je nach Modell beträgt der Preis zwischen 12 und 32 US-Dollar. Monster Cool Stunt. Diese ferngesteuerten Autos überzeugen vor allem durch ihre Mobilität. Mit dem Stunt Monster Mini 1080 kannst du jede Menge Action inklusive Spins und Flips erleben. Durch den kraftvollen Allradantrieb lässt sich jedes Hindernis bewältigen. Ob 180 Grad Flips oder 360 Grad Spins, viele coole eigene Stunts sind möglich. Egal ob bei Tag oder Nacht, die effektvoll beleuchteten LED-Räder zeigen dir den Weg. Dank der 2,4 GHz Technologie kannst du zusammen mit deinen Freunden auf die Piste gehen. Selbst wenn etwas schief geht und die Autos umkippen, brauchen sie keine Hilfe von außen. Sie sind in der Lage, sich selbst wieder aufzurichten. Auch größere Hürden in Form von Bodenwellen sind für sie kein Problem. Die ungefähre Arbeitszeit beträgt ca. 20 Minuten. Die Autos können vom Bediener 80 bis 100 Meter weit entfernt sein. Die kosten ab 44 US-Dollar. Gladius Advanced Pro. Wenn du denkst, dass du auf der Erdoberfläche alles erkundet hast, ist es Zeit, ins Wasser zu tauchen. Diese Unterwasserdrohnen wurden von Spezialisten der chinesischen Marke Shaxing entwickelt. Sie ist besonders nutzerfreundlich und leicht transportabel, da sie kompakt gebaut ist. Sie kann auf eine Tiefe von 100 Meter sinken und 100 Meter weit vom Bediener wegschwimmen. Die Drohne hat eine integrierte 4K-Kamera und LED-Leuchten zur Aufnahme von Videos und 12-Megapixel-Bildern. Gladius fühlt sich sowohl in Salz- als auch in Süßwasser wohl und kann in beiden verwendet werden. Außerdem ist die Steuerung einfach und intuitiv. Wer sich mit Spielekonsolen auskennt, erkennt sofort die Parallelen. Binnen kürzester Zeit kann der Benutzer die Drohne nun selbst steuern und diese zu den unterschiedlichsten Zwecken nutzen. Außerdem funktioniert sie sowohl mit iOS- und Android-Geräten, um Echtzeit-Video-Feeds anzuzeigen. Pro Ladung ist die Drohne, die zudem bequem in allerlei Rucksäcke passt, bis zu 3,5 Stunden lang einsatzfähig. Die kosten ungefähr 1.700 US-Dollar. Caravan Flyer 2.0. Lasst uns abschließend über ferngesteuerte Modelle sprechen, die in der Luft fliegen können. Die modernsten Modelle können teilweise auf einem 3D-Drucker oder aus Carbon gedruckt werden. Carbon ist ein erstaunliches Material, das trotz seiner Stärke sehr leicht ist. Daraus besteht auch der Caravan Flyer 2.0. Ob man nun ein iOS- oder ein Android-Gerät besitzt, das Flugzeug ist mit beiden mobilen Betriebssystemen kompatibel. Einfach nur App aufmachen, mit Bluetooth verbinden und schon kann man mit einer HD-Kamera ausgestattet durch die Häuserschluchten oder durch die Natur fliegen. Die Reichweite des Mini-Flugzeugs beträgt dabei knapp über 70 Meter, also ausreichend Spielraum, um seine nähere Umgebung aus der Luft zu erkunden. Die Kosten dabei betragen ab 130 US-Dollar.